Luca Amato, seit dem Lauf am Samstag der jüngste IDM-Sieger aller Zeiten. Doch für den Kölner auch im zweiten Lauf harte Konkurrenz. Matthew Roy-Scholz, Luca Grünwald und die KTM-Armada mit Damien Remy, dem Schweizer, oder Toni Finsterbusch. Ein volles, ein klasse Feld und wie immer prächtige Kulisse am Sachsenring. 18 Grad, optimale äußere Bedingungen und spannender Rennsport bei den 125ern. Ja, ohnehin garantiert. Die Reise auf die 20 Runden ins Omega. Und als sie dann rauskamen, Matthew Roy-Scholz, der Südafrikaner mit dem blauen Bike, gleich mal mit Vorsprung. Dahinter Damien Remy, Toni Finsterbusch, Luca Grünwald und Luca Amato. Der versuchte natürlich, seinen Vortagessieg zu wiederholen. Übrigens vor Luca Amato Jonas Folger, der jüngste IDM-Sieger. Aber auch der Kölner wird sicherlich seinen Weg machen. Luca Amato und Luca Grünwald, zwei der Fahrer hier in dem Feld, die zu jung sind, um eventuell mit einer Wildcard in der Motorrad-WM an den Start zu gehen. Matthew Roy-Scholz dagegen, der bekommt ohnehin genügend Trainingskilometer, weil er ebenso wie Philipp Oettel und Florian Alt einer der Red Bull Rookies ist. Hier ist er, der Südafrikaner, und sein Plan, sich abzusetzen, ging auf. Nutzte jeden Millimeter der Strecke weit raus an die Curbs. Und Remy, Grünwald und Co. kamen da nicht dran. Hier die drei im Bergabstück. Amato versuchte aus dem Windschatten an Luca Grünwald vorbeizukommen. Aber das klappte nicht. Vorne die Solo-Show des schlaksigen Südafrikaners. Die Erfahrung, die er schon hat und die er weiterhin in dieser Saison mit den Doppelstarts hier in der IDM und bei den Red Bull Rookies sammelt, zahlt sich nach und nach aus. Der Vorsprung beträchtlich. Dann Remy, dann Amato und Luca Grünwald in der Mitte mit seiner von Jörg Seel getunten, deshalb auch Seel genannten Maschine. Die Solo-Show des Südafrikaners nicht zu verhindern. Ewig linksrum am Sachsenring und dann das schnelle Bergabstück rechts runter. Vorne Matthew Roy-Scholz und dahinter Damien Remy, Luca Grünwald, Toni Finsterbusch, Kateininger, Oettel, Christiansson, Florian Alt, Jakub Jantulik. Dahinter die Männer kämpften um den Einzug in die Top 10. Männer wollen sie erst alle noch werden, fahren tun sie aber schon wie solche. Eher ungewöhnlich, dass sich einer hier absetzen konnte. Und Matthew Roy-Scholz gelang genau dieses. Immer wieder die Positionswechsel bei den dreien dahinter. Das bedeutet natürlich, dass sie sich ein wenig behindern. Und vorne damit den Weg frei machten für die beeindruckende Vorstellung von Matthew Roy-Scholz, der auch solche Motocross-Einlagen meisterte. Also, das hat er schon mal drauf. Eine kritische Situation. Aber perfekt ausbalanciert. Der Südafrikaner weiß, mit seinem Motorrad umzugehen. Hier dann noch zweimal links rum und auch das gehört natürlich dazu bei den 125ern. Die Stürze auf dieser engen, schwierigen Strecke hier in Sachsen. Amato hatte sich dann etwas abgesetzt von Grünwald, Finsterbusch und Remy, die beiden KTM-Fahrer. Remy und Finsterbusch versuchten, Grünwald noch in Schach zu halten. Und die nächsten Stürze, zum Glück, ging alles glimpflich aus. Sturzraum ist genügend da, muss ja auch. Die 125er, also am zweiten Tag, von Matthew Roy-Scholz dominiert. Der war sauer gewesen nach dem ersten Lauf, weil er nur als Vierter ins Ziel kam bei dem ersten Rennen. Und auch wenn sich da der ein oder andere Streckenposten nochmal hinlegt, kein Problem. Auch die Crew am Sachsenring, die fürs Drumherum sorgt, absolute Profis. Vorne raus also er hier, Matthew Roy-Scholz. Dann Luca Amato, der sich ein bisschen freigefahren hatte von den Verfolgern. Dann Luca Grünwald, Finsterbusch und Remy, so die ersten fünf. Daniel Kateininger, Philipp Oettel, Christiansen, Alt, Jantulik dahinter, aber keiner konnte den Sieg von Matthew Roy-Scholz verhindern. Auch Luca Amato nicht, der Kölner aber trotzdem mit Sieg und Platz 2 der Mann des Wochenends.
Ich hatte Schwierigkeiten, an dem Toni Finsterbusch und an den Dami Ramey vorbeizukommen. Und irgendwann mal dann bin ich vorbei, aber dann war schon Matthew Scholz war zu weit weg und also konnte nichts mehr reißen. Ja, also heute war einfach nicht mehr drin. Ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat, aber erste Tage gibt es halt mal. Aber trotzdem ist ja ein Podium ist okay. Luca Grünwald führt die Meisterschaft jetzt mit 147 Zählern an, vor Scholz mit 111 Punkten und Toni Finsterbusch mit 94 Zählern.